Gut, deshalb passt wunderbar. Ich möchte auch noch mal kurz auf das eingehen, was Frau Schütz gesagt hat. Also wir leben wirklich und alle beneiden uns drum in Baden-Württemberg im Land der Glückseligen bezüglich der Bionik. Das muss man wirklich sagen. Wir haben nicht nur das Kompetenznetz, das jetzt seit knapp 20 Jahren, über 19 Jahren existiert. Wir haben auch seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren die erste Hochschule als Partner, Reutlingen. Also wir haben jetzt auch eine Hochschule aufgenommen und sind da total offen dafür, weil ich denke, ganz, ganz viele der Ideen werden auch in den Hochschulen jetzt in Richtung Anwendung weitergeführt. Und ich möchte auch noch eines sagen, es ist nicht nur das MWK, das uns fördert, sondern auch das Wirtschaftsministerium, gerade mit BW Leichtbau, wo ich ja im Beirat bin, wo der Herr Seliger ja morgen auch da ist. Es ist wirklich toll und ich muss wirklich sagen, also ich habe viele, viele Kollegen natürlich in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, die sagen alle Leute, bei euch, ihr werdet wirklich gefördert. Und ich glaube, das zahlt sich auch aus und das möchte ich Ihnen jetzt einfach in den nächsten 55 Minuten mal ein bisschen zeigen. Vielleicht ganz kurz 2 Worte zu mir. Ich bin von Haus aus Biophysiker und mir hätte wahrscheinlich, als ich studieren begonnen habe, niemand gesagt, dass ich sehr ingenieurlastig arbeiten werde. Ich habe es aber wirklich nie bereut, weil ich habe einen riesen Vorteil. Ich bin extrem gut bezahlter Student. Ich lerne ständig dazu und wäre wirklich, das ist auch erfreulich, durch die Landesgesetzgebung ganz gut bezahlt und habe unglaublich viel Freude dran. Und möchte Ihnen heute ein paar Beispiele im Bereich Mobilität mal zeigen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wo wir uns hinbewegen. Ich muss jetzt leider sagen, dass unsere Automobilpartner, die ich im Folgenden vorstelle, für die aktuellen Projekte nicht aus dem Ländle kommen. Das hat sich leider so ergeben, aber ich kann dazu sagen, unser erstes bionisches Patent haben wir mit Daimler gemacht. Also es gab da durchaus eine langfristige Beziehung. Vielleicht ganz kurz zu Beginn, was Sie etwas überraschen wird, was ist nicht Bionik? Das kennen Sie alle, schon fliegender Vogel und jeder sagt, oh, super toll, was die alles können, was die alles machen, Leonardo da Vinci, Vogelflug. Und ja, kann man vom Vogelflug lernen für Flugzeuge? Ja, aber nicht so. Und es ist auch gut so, dass wir so nicht lernen, weil, ich meine, das sieht jetzt ganz nett aus, hat ein Kollege aus Darmstadt gefaked im Rahmen von Fake News. Realistisch würde der Flugzeugkörper so machen und es wäre nicht gut. Und das ist schon eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, eine direkte Kopie klappt nie. Es sind einfach völlig andere Randbedingungen, Materialeigenschaften, Energiebedarf für die Ingenieure unter Ihnen, auch die Reynolds-Zahlen sind völlig anders. Wir haben erst wirklich Flugzeuge bauen können, weil wir Antrieb und Vortrieb entkoppelt haben. Dann funktioniert es. Ja, kann man dann von Vögeln gar nichts lernen, was ja ein bisschen traurig wäre? Nee, man kann eine ganze Menge lernen. Und zwar das, was wir alle haben an allen Flugzeugen in unterschiedlichen Formen, diese Winglets, die sind letztendlich bioinspiriert entstanden. Und zwar inspiriert von den Handschwingen dieser großen Gleitflieger. Das ist, glaube ich, ein Andenkondor, den ich hier reingemacht habe. Und da gab es auch eine ganz interessante Methode, und die zeigt auch, dass die Bionik durchaus schon eine gewisse Historie hat, nämlich die Evolutionsstrategie, die in den 60er Jahren von Hans-Paul Schwefel und Ingo Rechenberg entwickelt wurde in Berlin und die im Prinzip nichts anderes macht als die Methoden der Evolution, nämlich Mutation, Rekombination und Selektion zu übertragen auf technische Entwicklungsprozesse, die unglaublich komplex sind und die mit herkömmlichen numerischen Methoden heute gar nicht lösbar wären. Diese Winglets hier, die brechen die großen Wirbelstraßen, die großen Wirbel auf, die sehr destruktiv werden in kleinere Wirbelstraßen, machen das Ganze energetisch günstiger und auch weniger gefährlich. Also wie gesagt, vielleicht nicht direkt, aber eben durch Übertragung, Abstraktion, quantitative Analyse und den Transfer funktionaler Prinzipien kann man eine Menge lernen. Was möchte ich Ihnen in der nächsten Zeit vorstellen? Das haben wir schon gemacht. Was ist Bionik, was nicht? Ein bisschen was zur Biodiversität in Bionik. Zu meiner Professur gehört die Direktion des Botanischen Gartens. Was für mich extrem wichtig ist, wissenschaftlich, aber auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, bietet, weil wir haben es heute gerade gehört, die große Artenschutzkonferenz findet ja gerade statt. Wir haben einen Faktor 100, und das ist, glaube ich, schon gering geschätzt, beschleunigtes Artensterben aktuell. Ich glaube, da muss sich wirklich was ändern. Das ist gar nicht mehr die Frage, wollen wir das, finden wir das sinnvoll? Ich glaube, es ist eine Frage des Überlebens der nächsten Generationen. Und das Ganze ist natürlich gekoppelt in den ganzen Umfeld mit Climatic Change und so weiter. Dann werde ich Ihnen ein bisschen was sagen, fahrverstärkter Leichtbau, Automotive, Luft- und Raumfahrtbereich, Kooperation mit dem ITV Denkendorf, mit dem ILK in Dresden, bionische Dämpfersysteme, Kooperation mit der TU Berlin, mit der TU Aachen, da ging es eben auch ein bisschen Automobilbrauch, aber darüber hinaus. Dann, das haben wir in den letzten Jahren ziemlich intensiv betrieben mit einem unserer Automotive-Partner, mit VW, Optimierung von Öl- und Wasserpumpen. Warum ist das wichtig? Hat man sich wahrscheinlich
wenn Sie sich vielleicht gar nicht so überlegt haben. Wir steigen Elektromobilität um und plötzlich haben wir kein Motorengeräusch mehr. Was hören wir dann? Die Pumpen. Und da muss ich was tun. Dann muss ich jetzt auch hier sagen, selbstadaptive bionische Fahrausstattungssysteme für Gebäude. Ich kann die Architektur nicht ganz rauslassen. Wir haben eine wunderschöne Kooperation mit der Uni Stuttgart seit vielen Jahren über ein SFB Transregio. Die Stuttgarter Kollegen haben glücklicherweise jetzt ein Cluster bekommen für Architektur, das der Achim Menges leitet. Wir haben eins bekommen für Life Living Material Systems. Und da auch Dank ans Land. Das Land fördert die Kooperation dieser beiden Cluster für die nächsten 2 Jahre mit 1 Million, dass wir die Cluster mergen, dass wir das weitermachen. Und deshalb ein bisschen was auch zur Architektur. Am Schluss, das allerdings auch von anderen Anwendungen schon genutzt wird und am Schluss ein bisschen was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Biodiversität. Das sind Zahlen, wie wir sie heute abschätzen, von heute lebenden Arten, etwa 7 Millionen Tierarten, 0,6 Millionen Pilz- und Pflanzenarten, 0,5 Pflanzenarten, 2 Millionen Bakterien, Cyanobakterien. Das sind minimal, maximal Abschätzungen. Es ist aber ein bisschen egal, ob es jetzt 40 Millionen sind oder 10 Millionen. Wichtig ist, wir haben maximal 10.000 bis 12.000 dieser Arten analysiert auf ihr bionisches Potenzial. Das heißt, es ist eine riesen Schatztruhe, die wir da haben. Und mit jeder Art, die ausstirbt, kann ein Ideengeber sterben für ein wichtiges Lösungskonzept, das Überleben unserer Spezies auf dem Planeten Erde vielleicht erleichtern würde, vielleicht verbessern würde. Das heißt, auch zusätzlich zur rein moralischen Verpflichtung, die wir hoffentlich alle empfinden, für Artenschutz, für Naturschutz, Umweltschutz, ist es auch ein ökonomisches Problem. Wir vernichten Millionen von potenziellen Ideengebern, einfach indem wir sie aussterben lassen. Und ich denke, das sollte man sich einfach mal klar machen. Was auch wichtig ist, und da haben wir auch hier in Baden-Württemberg wirklich noch nie Probleme gehabt, im Gegensatz zu anderen Kollegen, es gibt keine bionischen Projekte und Produkte ohne Grundlagenforschung. Wir brauchen Grundlagenforschung im Bereich der Biologie, der Ingenieur- und Materialwissenschaften. Nur dann können wir sie übertragen. Wir haben geschöpft die letzten 10, 15 Jahre, Rainer Erbisser hier von Biocon, bundesweiten Kompetenznetz, aus dem Riesenpool, der sich sozusagen angehäuft hatte, aber so langsam haben wir es leer getrunken. Also es muss was Neues kommen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das muss ich jetzt auch ganz ehrlich unsere Industriepartner loben. Ich hatte noch nie Probleme, im Industriepartner klarzumachen, dass wenn wir was wirklich Neues entwickeln wollen, dass wir auch Grundlagenforschung machen wollen. Also da haben wir wirklich einen großen, großen Vorteil. Was ist Bionik? Und da vielleicht etwas, was Frau Schütz gesagt hat, also wir betrachten ja IT als Teilbereich der Bionik. Das nur am Rand, nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber Sie haben es ja wunderschön gesagt, es ist im Prinzip natürlich auch bioinspiriert, menschinspiriert, eine ganz, ganz wichtige Sache. Das sind die 7 Teilbereiche, die man traditionell unterscheidet, mit ein paar Produkten hier, nicht alle von uns, die auf den Markt gekommen sind. Materialien Leichtbau, Oberflächen, Grenzflächen, Fluiddynamik, Schwimmen, Fliegen, Biomechatronik, Robotik, Kommunikation, Sensorik, Optimierung, Architektur, Design. Mein Institut arbeitet vor allem Grundlagen näher in den Bereichen mit einer ganzen Menge Anwendung, Architektur, Design, mit den Stuttgarter Kollegen zusammen, Automotive, Luft- und Raumfahrt und zunehmend auch im Bereich Soft Robotics. Wir haben gerade ein riesen EU-Projekt bekommen, Growbot, Inspiration für eine neue Generation von Softrobotern durch wachsende Pflanzen. Weil es ist total spannend, wie sich zum Beispiel Lianen im Regenwald in einem völlig unbekannten dreidimensionalen Umfeld orientieren, anhaften und letztendlich auch erfolgreich etablieren. Und da gibt es also Konsortium mit Italien, das ist die Lead-Organisation, Spanien, Frankreich, Israel und Estland. Und ich denke, da werden wir auch eine ganze Menge schöne neue Sachen machen. Vielleicht ein bisschen was zu bioinspiriertem Leichtbau. Das Ganze beginnt eigentlich mit der Frage, wie kann ich denn solche Verbindungen, solche verzweigten Verbindungen leichter machen? Es wurde ja bereits gesagt, dass man in sehr, sehr vielen Automotive-Bereichen, Fahrrädern, aber auch Stringer für Flugzeuge bereits eine Formoptimierung gemacht hat. Da sind vor allem die Karlsruhe-Kollegen um Klaus Matek, Ivi Cezari und Roland Kappel federführend gewesen. Uns hat vor allem interessiert, kann man auch die inneren Strukturen weiter optimieren? Was kann man bezüglich des Aufbaus davon lernen? Und dazu haben wir uns verschiedene Pflanzen angeschaut und haben angeschaut, wie sind denn hier die Faserverbundstrukturen im Inneren dieser Verzweigung genau aufgebaut, eben auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Stuttgart. Und das ist eines dieser Elytren-Bauwerke, das jetzt auch in ein bisschen abgewandelten Form auf der Bundesgartenschau in Heilbronn steht, was die Kollegen super toll gemacht haben, teils inspiriert von Pflanzen, teils inspiriert von Flügeldecken, von Insekten.
Und da kommt was rein, was Herr Kunz gesagt hat, ein Riesenvorteil der Bionik. Es sind Alltagsbeispiele. Wir fahren häufig gar nicht irgendwo in die Tropen, graben uns in irgendeiner Höhle ein und finden eine Pflanze, von der es noch drei Individuen gibt. Es reicht häufig, mit offenem Auge durch den Garten zu laufen und dann die Inspiration sich zu holen. Ich möchte Ihnen vor allem hier über diesen Bereich ein bisschen was erzählen, weil es heute um Mobilität geht. Und das Ganze geht eigentlich zurück, jetzt doch schon, ich war selber überrascht, wann wir das Patent gemacht haben mit BMW zusammen, das ist jetzt doch schon 8 Jahre her. Und zwar ist es eine ultraleichte Tragstruktur, die wir für BMW da mit BMW entwickelt haben, vor allem für Vorderachsträger gedacht. Die Idee ist die, dass die Faserverläufe so konzipiert sind, dass die Fasern, egal wo sie verlaufen, immer nur auf Zug belastet werden. Was natürlich ganz clever ist, weil Fasern sind extrem zugbelastungsfähig, aber wenig druckbelastungsfähig. Das war eine Kooperation zusammen mit BMW und mit dem ITV Denkendorf und mit den Kollegen aus Dresden. Und es wurde dann weltweit patentiert, auch in China. Also ich habe ein chinesisches Patent, in dem kann ich nichts anderes lesen, außer dass ich das Bild erkenne. Ist auch ganz spannend. Was mich auch überrascht hat, und das muss man sich auch nochmal klar machen, und das vielleicht auch an die Fachhochschulen wie an unsere Unis, es werden immer gefragt, soll man das Patent nicht selber machen, soll man das nicht mithalten? Diese weltweite Patentierung hat über 300.000 Euro gekostet. Ich meine, dazu kann ich nur sagen, also alle haben so diese Dagobert Duck-Dollarzeichen im Auge mit dem MP3-Player. Es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn ein Industriepartner die Forschung bezahlt, der Industriepartner das Patent bekommt für seine Nutzung in seinen Core-Facilities und dann, wenn er es auslizenziert, dann wird die Uni beteiligt. Und das ist, finde ich, ein sehr gangbarer Weg. Vor allem, wenn das Patent angefochten wird, haben wir nur eine Chance zu überleben, wenn wirklich die Rechtsabteilung vom großen Industriepartner gegen die anderen vorgehen. Das muss man einfach mal klar sagen. Also das ist, und da funktioniert es wirklich extrem gut. Was haben wir als Beispiel genommen und darauf möchte ich ein bisschen eingehen, das waren die Verzweigungen vom Drachenbaum. Die Faserverläufe in den Verzweigungen vom Drachenbaum. Und das möchte ich Ihnen jetzt am ersten Beispiel mal ein bisschen zeigen, wie man da vorgeht. Das waren unsere Ideengeber. Verzweigte Säulenkakteen, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr eingehe, eine Pflanze, die Sie vielleicht kennen, die bei Ihnen auf dem Fensterbrett steht, die Strahlenaralie, völlig unscheinbar, wenn Sie aber mal die Rinde wegmachen. Total tolle fingerförmige Andockstellen von den Seitenästen. Also dazu, wenn Sie die Rinde wegmachen, ist die Pflanze tot. Also das ist, kann man jetzt sagen, ich habe mal geguckt. Gell? Und dann der Drachenbaum, den Sie auch wahrscheinlich alle kennen, da gehören die ganzen Yuccas auch in den näheren Verwandtschaftskreis mit diesen Faseranordnungen. Sie sehen schon, das sind total tolle Strukturen, dreidimensional angeordnet. Wir haben uns diese drei Gruppen rausgesucht, weil die eine sehr schöne Fasermatrixstruktur zeigen, wie man sie eben auch bei der technischen Umsetzung gut findet. Fangen wir mal an mit der Strahlenaralie. Das ist ein laufendes Projekt, das wir eben zusammen mit den Stuttgarter Kollegen auch gemacht haben. Da geht es eher um die makroskopische innere Struktur für Trägerstrukturen. Wir wollen sozusagen die Trägerstrukturen am Stuttgarter Flughafen, die ja von Frei Otto und Kollegen gemacht wurden, in der Zwischenzeit vor über 40 Jahren, wollen wir sozusagen die Version 2.0 machen. Baumträgerstrukturen, die aber wirklich viele, viele mehr Ideen von den Bäumen nehmen. Und das Interessante ist, all diese Aralia 10, das ist die Familie, zu der die Pflanze gehört, haben diese fingerförmigen Ansatzstellen. Und das ist total interessant. Efeu hat sie übrigens auch, ist eine der wenigen Aralien, die bei uns vorkommt. Und diese fingerförmigen Ansatzstellen sind wirklich spannend. Vor allem strukturell. Man fragt sich ja, warum haben die das? Und wie sieht es genau aus? Und dazu haben wir Mikro-CT benutzt, kennen Sie alle, Mikroröntgen, das läuft dann durch so Scheibchen. Hier gehen wir von oben durch so eine verzweigende Hauptstamm, hier sehen Sie den Seitenast, wie der diesen Hauptstamm umfasst, wie er sich dann aufspaltet in diese einzelnen fingerförmigen Andockstellen und da praktisch verschmilzt damit. Wir können das auflösen hier bis ein Mikrometer cubed, also bis ein Wuchsesize von einem Mikrometer. Das ist natürlich total spannend, weil wir sehr viel Information kriegen. Jetzt kann man sagen, ja gut, toll, jetzt versteht er die Morphologie, aber was ist denn da mechanisch spannend? Und das zeigt dieser Test. Hier haben wir eine frisch entrindete Schefflera gebogen. Und man denkt, na jetzt wird sie doch irgendwann mal brechen. Na, jetzt wäre doch mal Zeit, dass sie bricht. Jetzt ist doch waagrecht, jetzt müsste sie doch brechen. Und das Ding bricht einfach nicht. Jetzt langsam löst sich was. Und das Irrsinnige ist, wir haben das auch mit Lebenden gemacht, wo die Rinde noch drumherum war. Wenn man sie jetzt bis hier runterbiegt und wieder loslässt, kann sich das Ganze wieder verheilen, weil der Wasserverbindung weiter funktioniert. Und das ist natürlich total spannend, extrem gutmütiges Versagensverhalten. Das ist ja das, was Sie wollen, wenn Sie zum Beispiel im Erdbebengebiet wohnen und das Haus bricht zusammen. Ich meine, es geht gar nicht darum, das Haus zu retten. Es geht darum, Ihnen Minuten zu kaufen, dass Sie raus können. Und das wollen wir mit solchen Strukturen letztendlich im Architekturbereich generieren, im Luft- und Raumfahrt- und Automotive-Bereich natürlich interessant für Crashverhalten, gutmütiges Crashverhalten von verzweigten Strukturen.
Dann haben wir uns den Drachenbaum näher angeschaut und das ist das, was jetzt, wie gesagt, bereits in mehreren Patenten festliegt. Da haben wir uns angeschaut, wie ist denn der innere Faserverlauf. Und dazu haben wir eine Methode genutzt in Kooperation mit der Uniklinik. Das ist Kernspintomographie. Die kann vor allem weiche Teile sehr gut darstellen. Und damit kann man einerseits, wir laufen wieder von oben runter, ganz genau die Form sehen, die Verteilung der einzelnen Leitbilden. Und das Interessante ist, das ist ja eine nicht destruktive Methode. Das heißt, die Pflanze wird ja nicht strahlenbelastet. Sie können die reinstellen, können die testen ohne Last. Dann haben wir einen Aufbau gemacht, wo man belasten kann. Da kann man schauen, wie verändert sich die Form, das zeige ich Ihnen gleich, wie verändern sich aber auch die Faseranordnung. Und Sie können die lebende Pflanze rausnehmen und unter einer gewissen Belastung für ein halbes Jahr wachsen lassen und schauen, wie adaptiert sich die Pflanze an diese Last. Und das ist natürlich eine total spannende Methode, spannende Möglichkeit, wo eine meiner Mitarbeiterinnen jetzt auch darüber habilitieren wird. Was kann man da machen? Das erste Mal, man kann genau schauen, wie so eine Verformung stattfindet von außen. Das ist jetzt nett, aber nicht wirklich ganz neu. Also unbelastet ist blau, belastet ist gelb. Da sehen Sie, wenn so eine Kraft wirkt, wie sich das verändert. Viel, viel spannender ist, wir können all diese 1000 einzelnen Leitbündel im Stamm und in der Verzweigung diskretisieren. Das heißt, Sie können jedes einzelne Leitbündel sich anschauen. Und dann können Sie schauen, was macht das einzelne Leitbündel unter Last. Ich habe Ihnen jetzt mal hier 3 rausgezeichnet. Und Nummer 1 und Nummer 2, blau unbelastet, gelb belastet, machen das, was man erwartet. Sie biegen hier was runter, das Leitbündel geht runter und raus. Nicht aber 3. 3 geht nach innen und oben. Und das war völlig überraschend für uns. Wir haben lange, lange versucht zu verstehen und jetzt verstehen wir es. Hier treten überwiegend die Scherspannungen auf. Und was hier ist, hier treten Druckkräfte auf, die problematisch wären für das System. Und dadurch, dass es, die haben alle so einen Knick, die Dreier, die hier zentral verlaufen. Und hier ist das weiche Grundgewebe drin, das ist wie so ein Padding, wie so ein Kissen. Und das dämpft es ab. Und das führt einerseits dazu, dass diese Leitbündel nicht reißen, führt aber auch zu einer höheren Energiedissipation. Danach haben wir zusammen mit den Kollegen von ITV Deggendorf mit verschiedenen Industriepartnern wurden 2 neue Flechtmethoden patentiert und entwickelt, die es erlauben, die Faseranordnung genau so zu flechten, wie wir sie von der Biologie vorgeben, in solchen Y-förmigen oder T-förmigen Strukturen. Und das ist schon beeindruckend, also es ist jetzt ein neues Gerät, das glaube ich auch vom Wirtschaftsministerium mit gesponsert wurde, vom ITV Deggendorf, oder bezahlt, ich weiß nicht, also war zu 90% gesponsert. Und es ist wirklich toll, Sie können da Verzweigungen flechten bis zu einem Durchmesser von 1,5 Metern. Und Sie flechten hier ein, weiß sind Carbonfasern, weiß sind Glasfasern, schwarz sind Carbonstandfasern. Sie sehen, es ist immer noch ein bisschen Handarbeit dabei, aber diese ganze Faserflechtung sind die Fasern genauso angeordnet, wie wir es in der Bio vorgeben. Das heißt, Sie können genau die Biologie, die optimale, begünstigte Faseranordnung da reinbringen und eben so ein Trägerteil flechten. Das war jetzt eines, das wir geflochten haben als Demonstrator für die Architektur. Die Kollegen aus Dresden, die auch beteiligt waren, haben zum Beispiel eine A-Säule geflochten für BMW. Also da kann man wirklich eine ganze Menge machen und da bin mir sicher, dass die Dinge, also beim Luft- und Raumfahrtbereich sind sie ja schon in großen Mengen im Einsatz, im Automotive-Bereich auch zunehmend in Einsatz kommen. Sind die viel besser? Das ist so ein Spreiztest mit so einer Y-Verzweigung. Und das sind die Ergebnisse bei der Standardflechttechnik und bei einer bionisch optimierten Faseranordnung. Und die Versagensspannung ist ein Faktor 2,5 höher. Also ein Faktor 2,5, das ist also, wenn sie normal 10% besser werden, bei sowas Ausdesignten, jubelt man Faktor 2,5. Das ist ein neuer Kontinent. Und jetzt kommt was, was auch ein bisschen die Hybris der Biologen zeigt. Da haben die Ingenieure gesagt, ja, lass uns doch mal Standfasern reinmachen. Das waren diese schwarzen hier, die so durchlaufen. Und da haben wir als Biologen gesagt, Standfasern gibt es in den Pflanzen nicht. Das können die einfach nicht anlegen, das bringt sicher nichts. Ja, aber macht's mal. Haben sie es ja eingeflochten. Ja, Glas wird nicht besser, wird auch nicht schlechter, also nicht signifikant verschieden. Bezüglich auf die Spannung. Wenn man sich aber so zusätzliche Standfasern anschaut, dann kann man das fast doppelt so weit aufspannen, bevor es bricht. Das heißt, die Zugdehnung verdoppelt sich durch die Standfasern und dadurch natürlich auch die Energie, die aufgenommen wird. Und das macht die Biologen wieder etwas demütig. Es rentiert sich dann doch manchmal, den Ingenieuren zuzuhören. Interessant ist dann, als wir das rausgefunden haben, gemacht haben, habe ich mit Zoologen gesprochen, die haben gesagt, oh ja, doch so Standfasern gibt es bei Tieren, bei manchen Verzweigungen im Bereich der Elytren von Käfern. Und die können das anlegen, Pflanzen können das auf ihren Wachstumsprozess nicht. Und das zeigt eben auch wunderschön, wie diese Kooperation zwischen den verschiedenen Fachbereichen zu Erkenntnisgewinn auf allen Ebenen beiträgt. Nicht nur Ideenfluss, Biologie, Ingenieurwissenschaften, sondern auch ganz stark zurück, vor allem durch Simulation, aber auch durch solche Dinge. Einsatzbereiche, wir haben Patent zusammen mit Airbus,
Mit Automotive gibt es jetzt gerade wieder neue Kooperationen mit dem großen Automobilhersteller in Wolfsburg, wo es eben auch darum geht, jetzt Leichtbau vermehrt eben in Batterieautos zu bringen, weil da wirklich jedes Kilo zählt. Dann ganz klar, Architektur haben wir sehr viel gemacht, werde ich heute ein bisschen aussparen, weil es ja eben um Mobilität geht. Sportartikel. Wenn Sie einen Ski herstellen, ist relativ egal, was es kostet, wenn Sie den gut bewerben. Und nee, es ist wirklich überraschend, wir haben mit einem großen Skihersteller über das Thema gesprochen, da habe ich gesagt, ja, aber das wird wirklich dreimal zu teuer. Da hat er gesagt, das ist völlig wurscht. Wenn da irgendein Österreicher Olympiasieger geworden ist, können wir das Ding fünfmal so teuer verkaufen. Also es gibt so irrsinnige Dinge, wo also Geld gar keine Rolle spielt und wo wir sehr interessiert sind, wo sich überraschenderweise, obwohl wir viele Medizintechnikfirmen in Baden-Württemberg haben, bisher noch nichts ergeben hat, wäre Prothetik. Weil Sie hier Funktionskanäle einflechten können, wo Sie Aktor-Sensorfasern drin haben. Sie können das Ganze ansteuern. Da hat sich überraschend noch nichts ergeben. Das zeigt aber auch, dass so eine Basisinnovation wirklich ganz, ganz viele Einsatzbereiche haben kann. Das zweite Beispiel sind Dämpfungssysteme. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das begann vor etwa 8, 9 Jahren, wo wir uns überlegt haben, wir würden doch gerne mit dem Max-Planck-Institut in Potsdam-Golm mit den Kollegen in Berlin und Aachen mal zusammen was machen. Und dann haben wir einen sogenannten SPP aufgesetzt. Das ist ein Schwerpunktbereich der DFG, wo dann verschiedene Institute zusammenarbeiten können. Und da ging es um hierarchische Strukturierung. Was kann man für die Technik daraus lernen, hierarchische Strukturierung bei Lebewesen? Unsere Idee war Dämpfung und Durchstoßschutz. Helme, Schutzwesten, diese Crashboxen, Aufprallschutz für Autos, Transport von Gefahrengütern. Und als Botaniker haben uns gesagt, gucken Sie mal Früchte und Samen an. Die kennen Sie wahrscheinlich, Weihnachten ist noch nicht so lange her, ist die Macadamia-Nuss. Da muss ich jetzt ein bisschen smart aßen, das ist keine Nussbotanik, sondern eine Same. Also alles, was in Deutschland Nuss heißt, ist, ich glaube, außer der Haselnuss ist nichts eine Nuss. Die Kokosnuss ist eine Steinfrucht, die Pomelo ist Gott sei Dank keine Nuss, sondern eine, was ist denn das eigentlich, eine Pomelo ist eine Beere. Ist eine Beere, eine Zitrusfrucht. Und die haben uns angeschaut. Die sind extrem zäh, durchstoßfest. Die dämpfen extrem gut. Die zeige ich Ihnen ein bisschen detaillierter. Und Kokosnuss kombiniert beides. Wobei wir uns dann am Schluss auf das Innere konzentriert haben. Das ähnlich wie Macadamia extrem zäh ist und durchstoßfest. Wir haben uns erst mal Pomelo angeschaut, die extrem gut dämpft. Warum dämpft die so gut? Diese Pomelo-Früchte, die im Original bis zu 5 Kilo schwer werden, also die wir kriegen, sind typischerweise 1,5 Kilo schwer, die wachsen auf Bäumen, die 15, 20 Meter hoch sind. Wenn die runterfallen und aufplatzen würden, wäre es ein Desaster. Das haben wir getestet, weil die sehr schnell von Pilzen befallen werden, von Bakterien dann ihre Keimfähigkeit verlieren. Also hoher Selektionsdruck darauf, dass sie nicht aufplatzen. Und da haben wir uns diese Frucht mal angeschaut und wie ganz typisch haben die verschiedene hierarchische Ebenen. Also von der Frucht gesamt über die Aufbau Gewebe, dann wie ist der Gewebeaufbau selber strukturiert, hier die Schale, dann wie ist die Mikrostruktur der Schale, dann die Zellebene, Zellwandebene und dann schließlich Biochemie und molekulare Zellwandultrastruktur. Wir haben uns jetzt für die Umsetzung, da muss man sich auch klar machen, man muss abstrahieren, das ist technisch sehr schwer umsetzbar, für die technische Umsetzung haben wir uns zunächst mal auf diese 5 Ebenen konzentriert. Und dann machen wir immer so nette Versuche, was bei uns in der Universität Freiburg immer zu viel Freude führt. Wir werfen Pomelos in dem Fall aus dem 3. Stock runter und schauen mal, was passiert. Und passiert gar nichts. Diejenigen, die von Ihnen ein bisschen älter sind, kennen vielleicht noch diese Wundergummibälle, diese Flumi. So. Eine Pomelo ist ein Antiflumi. 90% der kinetischen Energie wird dissipiert. Das heißt, wenn Sie die von 12 Metern runterwerfen, springt die weniger als einen Meter zurück, ohne kaputt zu gehen. Und das ist natürlich spannend. Wie schafft die Pomelo das? Die Pomelo kann etwas, was in der Natur weit verbreitet ist. Die übersetzt eine lokale Störung in eine globale Antwort. Die Kontaktfläche der Pomelo, die Sie hier sehen, aufgezeichnet, also der Kontakt hier selber ist nur ein paar Millisekunden. Die Kontaktfläche sind etwa 10-12% der Schalenoberfläche. In der Dämpfung sind aber über 80% des Schalenvolumens beteiligt. Und das kennen Sie alle, wenn Sie mit einer Nadel sich in den Finger stechen, geht sie durch. Wenn Sie das Ganze mit einem Kochlöffel machen, geht es nicht durch, also normalerweise. Und das haben wir dann gemacht, dann haben wir das Ganze analysiert. Hier haben wir dann so eine 3D-Analyse, die verschiedenen Färbungen geben an, wie stark die Deformation in der Schale ist. Und wir haben herausgefunden, dass die kinetische Energie, egal von welcher Höhe, also ab 15 Meter platzen sie auf, was auch biologisch Sinn macht, weil höher werden die Bäume nicht. Und egal von welcher Höhe werden etwa 90-93% der kinetischen Energie dissipiert. Und das ist natürlich spannend, weil das ist das, was man will bei so einem Impact-Schutz. Woran liegt das? Die Schale der Pomelo ist fantastisch, also muss man wirklich sagen. Die Schale selber ist ein sogenannter gradierter Schaum.
der außen dicht ist und dann graduell nach innen weniger dicht wird. Und in dieses Schaum eingebettet ist ein dreidimensionales Netzwerk aus verholzten Fasern, die ursprünglich der Wasserleitung dienten, später aber auch der Mechanik dienen. Hier sehen Sie das nochmal im rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme. Das ist so ein Fasernetz quer getroffen und das sind dieser Schaum. Und interessant ist, dieser Schaum selber besteht aus lebenden Zellen. Also die Struts dieser Schaumzellen, die luftgefüllt sind, sind lebende Zellen. Und dadurch kann, wenn sie einen lokalen Impact haben, da dieses dreidimensionales Netzwerk vorgespannt ist, das genügt auch gewissen geometrischen Gesetzmäßigkeiten, sie haben pro Volumen immer genau die gleiche Anzahl an Fasern drin, deshalb dämpft es extrem gut. Hier sehen Sie so ein Faserteil bei so einem Impact und Sie sehen, das deformiert sich völlig anders als der Rest und dadurch wird es so extrem gut praktisch globalisiert. Also das ist etwas, was man im Finanzmarkt häufig hört, dass man die Schulden globalisieren wolle, da finde ich es ein bisschen kritisch. Hier finde ich es eigentlich richtig gut, wenn Sie Impact globalisieren, weil da hilft es wirklich extrem weiter. Das ist die eine Seite. Jetzt will ich aber den Helm ja nicht nur gut dämpfen, machen Sie auch durchstoßfest. Und dazu haben wir uns mal die Macadamia angeschaut, den Macadamia-Samen mit Mikro-CT, mit NMR, mit allem. Und Sie sehen schon mal dieser Samen, das ist der Samen hier innen drin, das ist das, was Sie essen, das Weiße. Und das Außen ist die Schutzschicht und die ist schon mal ganz spannend hier mit verschiedenen Schichten. Wenn man das jetzt im Detail anschaut, dann stellt man fest, dass die Macadamia-Samenschale ein extrem zähes und hartes Mikrolaminat ist, das aus verschiedenen Schichten, aus Sklereiden, Fasern, Sklereiden, Fasern, Sklereiden, Fasern besteht. Und dadurch kann praktisch kein Riss durchgehen. Wenn da ein Riss reingeht, läuft er erstmal bei einer Sklerie, ich zeige es Ihnen nachher noch ein bisschen Auswirkungen bei der Kokosnuss, läuft er erstmal hier in den Sklereiden, verliert Energie, verliert mehr Energie, und dann trifft er auf so eine Faser, zip, läuft er hier entlang. Und da die Fasern immer oberflächenparallel laufen, läuft er sich einfach zu Tode in der Schale und geht nicht durch. Das macht Macadamia-Samen so extrem schwer zum Knacken. Ich weiß gar nicht, ob es bei Ihnen gibt, ich war jetzt gerade auf Hawaii, da gibt es extra Macadamia-Schalen, Nussknacker oder Samenknacker, weil die Dinger kriegt man wirklich kaum auf. Und wenn man jetzt Macadamia vergleicht, also wie gesagt, die einzige echte Nuss ist das hier. Das ist eine Hülse, das ist eine Steinfrucht, das ist eine Steinfrucht, das ist ein Same und die Pekanuss, das ist was ganz Extremes. Aber wie gesagt, die ist um einen Faktor 3 besser als alle anderen, wenn man sie auf die Dicke normiert. Das Einzige, was noch besser ist, sind manche Schalen von Palmenfrüchten. Und da haben wir uns eben, weil man auch größere Testelemente daraus präparieren konnte, mal die Kokosnuss angeguckt, die jetzt nicht mal so eine extrem gute Palmenfrucht ist, aber immer noch recht gut. Die ist ein bisschen schlechter als Macadamia, aber immer noch recht gut. Und wenn man sich anschaut, hier, so, das ist auf der Ile du Diable, auf den Teufelsinseln eine Kokosnusspalme mit der Frucht und hier ist sie gekeimt. Wenn Sie sich die Schale anschauen, dann können Sie wieder feststellen, es gibt 8 Hierarchieebenen, auf die ich jetzt im Detail gar nicht eingehen möchte. Ich möchte Ihnen einfach nur ein paar Sachen zeigen, die wichtig sind, dann der Umsetzung auch genutzt wurden. Exokarp, das ist außen ledrig, dann das Mesokarp, das ist fasig, das kennen Sie, Kokosnussmatten, wurde übrigens auch verwendet, sehr früh, bereits in den 80er Jahren, von Daimler in Brasilien für die Herstellung von Sitzschalen und Ähnlichem. Dann, das hat uns interessiert, das zähe, harte Endokarp, dann eine dünne Tester und hier ist das, was wir essen. Wenn man sich die Kokosnuss mal im Detail anschaut, das haben wir in Japan gemacht, mit der Uni Tokio, das ist ein Mikro-CT-Scanner, wie er noch gar nicht auf dem Markt ist, da können Sie ganze Kokosnüsse scannen und dann sehen Sie, wie diese Fasern verlaufen, einerseits hier in der Schale, im Mesokarp, immer plus minus achsenparallel und es geht fließend über in das Endokarp. Auch da verlaufen sie plus minus achsenparallel. Und das ist das Faszinierende, weil das Kokosnussendokarp ist jetzt kein Mikrolaminat wie beim Macadamia-Samen, sondern ein sehr hartes und festes, hierarchisch strukturiertes Gewebe mit einem 3D-Netzwerk wieder an diesen Fasern und stark verholzten Steinzellen. Hier sehen Sie so eine Steinzelle. Die Zelle selber ist hierarchisch strukturiert mit vielen, vielen Schichten und die Zellen selber ihrerseits sind verbunden mit solchen stark verholzten, das sind sogenannte Tüpfel. Das heißt, die Zellen sind wie mit so Dübeln zusammengeschraubt. Und sogar wenn ein Riss durchläuft, aufgrund dieser Dübel, die dann brechen, ist so eine hohe Reibung da, dass die weiterhin extrem zäh und gut verhaftet sind und im Ganzen laufen dann wieder solche Leitbündel durch. Wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, dann sieht man, dass die großen Leitbündel fast alle achsenparallel laufen und so ein Netz aus dreidimensional bilden. Und das ist natürlich faszinierend, weil wenn man sich mal überlegt, hier sehen Sie eine Mikro-CT-Aufnahme und Sie sehen, die verlaufen fast alle achsenparallel, die großen Leitbündel hier. Was passiert, wenn ein Riss reingeht?
dieser Riss läuft hier durch diese Steinzellenmatrix, verliert dann Energie, trifft auf eins dieser Leitbündel und flupp, läuft er parallel zur Oberfläche und geht nicht durch. Und das ist natürlich genau das, was man möchte. Was haben wir gemacht? Wir haben diese Beispiele genommen, gerade hier der Schaum, dreidimensionales Fasernetz, große Fasern verlaufen achsenparallel. Wir haben das einerseits benutzt für die Dämpfungsstruktur und andererseits für die Abdeckungsstruktur. Das erste Produkt, und da sehen Sie auch, dass es immer so eine multifunktionale Sache ist, die wir jetzt mit der Firma Uvex auf den Markt gebracht haben, ist ein neuer Reithelm, der bei gleicher Dämpfungsmasse 25% besser schützt. Und das ist natürlich auch eine ganze Menge. Der wird hoffentlich dieses Jahr auf den Markt kommen. Warum Reithelm? Weil bei Reithelmen neue Gesetzmäßigkeiten rauskamen bezüglich der Eigenschaft, wie sie dämpfen müssen und der Masse. Und deshalb wird es das erste Einsatzbereich sein, wird aber eben auch im Bereich Motorradhelme und so weiter zum Einsatz kommen. Und dann zusammen mit den Kollegen aus Berlin und Aachen haben wir gradierte Metallschäume gemacht, in die Fasern, hier in dem Fall sind es Mineralfasern, eingebettet sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo der Kollege, den ich persönlich gut kenne, aus der Gießereitechnik, der Andreas Bürig-Polacek, zu mir gesagt hat, lass uns doch mal was zusammen machen. Da habe ich gesagt, Andreas, ihr seid Gießer, ihr gießt Öfen, was soll ich mit euch machen? Und das ist auch so was. Gießerei, Feingießerei ist High-End-Technik, kann wie 3D-Druck verwendet werden. Es ist unglaublich, was die können. Und das ist auch so was. Man muss offen sein. Man muss wirklich den anderen zuhören. Und die können da, meine, das sind jetzt natürlich ein bisschen Wismut, Legierungen mit einer Hülle aus Aluminiumlegierung. Also es ist natürlich alles noch ein bisschen teuer, aber es funktioniert extrem gut und das soll eben eingesetzt werden in Crashboxen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, mit einem großen Automotive-Konzern eben zum Schutz von diesen Riesenbatterien für Seitenaufprallschutz ein paar Dinge zu entwickeln. Das heißt, wie gesagt, auch hier weitgehende Einsatzbereiche von Automotive über Helme, das jetzt schon bald auf den Markt kommt, bis hin zu Explosionsschutz von Gefahrgütern. Dann etwas, was relativ neu war, zu dem ich auch ein bisschen kam, wie die Jungfrau zum Kinde. Das war eben so auch in Kooperation mit einem Automotive-Konzern, wo wir schon viele Sachen gemacht haben im Bereich Leichtbau. Dann haben die vor 4, 5 Jahren zu mir gesagt, sag mal, wie sieht denn das aus? Elektromobilität, könnt ihr da was machen? Ich habe gesagt, guter Gott, also Batterien gibt es zwar ein paar, aber nicht bei Pflanzen, also elektrische Fische und so, aber da können da viel, viel mehr wie wir. Nee, es geht darum, Dinge leiser zu machen. Naja, ich habe gesagt, warum wollten die das leiser machen? Gell? Ich habe immer gedacht, bei Elektromobilität ist das Problem, dass das Zeug zu leise ist und wir überfahren werden. Dann haben die gesagt, ja, das Riesenproblem ist eigentlich für den Fahrer ein anderes. Sie haben keine Motorengeräusche mehr und dann hören sie die Pumpen. Und dann haben die mir mal Pumpengeräusche vorgespielt ohne Motorgeräusche. Die hören sich nicht gut an. Diese Flügelradpumpen, die sind relativ high gepitcht. Das ist so dieser Ton, wo das Gefühl ist, jetzt reißt es gleich. Und die anderen Pumpen, die haben so bei Tim low gepitcht, da hast du das Gefühl, es bricht gleich auseinander. Gell? Also es ist nicht das, was du brauchst. Da haben wir gesagt, ja, lass uns mal gucken, was man machen kann. Und dann kamen die zu uns mit so einer ganz normalen Flügelradpumpe, mit 7 Flügeln, das ist so eine typische, wie sie für Öl- oder Wasserpumpen finden. Was ist denn da das Problem? Der Volumenstrom schwankt. Dadurch haben sie eine Reduktion, sie brauchen mehr Leistung, weil der Volumenstrom schwankt. Sie haben ein Problem dadurch, dass sie ja nicht nur Pulsationen haben, sondern die Pulsation, auch Vibration, Körperschall. Und Körperschall wird ja irgendwann zur Lautstärke. Und sie haben natürlich dadurch Probleme, weil die nachfolgenden Bauteile und die Pumpe durch diese Vibration schneller kaputt gehen. Und da war eben die Frage, könnt ihr da was machen? Da haben wir uns überlegt, es gibt 2 Möglichkeiten, was zu machen. Wir können die Fluid- und Druckpulsation der Pumpe dämpfen. Und wir können die Ölverschäumung dämpfen. Ölverschäumung ist schwierig, sind wir noch nicht so weit, wie wir wollten. Aber ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen zu diesen Ergebnissen. Die waren auch wirklich, haben echt Spaß gemacht. Was passiert? Volumenstrom bei so einer Flügelradpumpe schwankt 7 Flügel, 7 Schwankungen, also in so einem Zyklus. Führt funktionsbedingt zu Druckpulsation. Und hier sehen Sie so eine Druckpulsation, die beträgt bei der Pumpe jetzt deutlich über 1 Bar. Also das ist eine ganze Menge. Und dadurch natürlich nicht nur Volumenstrom, sondern Lautstärke, Druck, Zerstörung. Jetzt haben wir gesagt, lass uns mal gucken, was gibt es denn für tierische und pflanzliche Pumpen. Und da gibt es tolle Sachen. Das ist eine Speikobra, das ist so ein kleiner Teufelsdrache aus Australien, der drückt Blut aus seinem Auge, um irgendwelche Tiere abzuschrecken. Das ist berühmt Tintenfisch, das sind eben diese Jet Propulsions. Das ist was, was wir alle haben, nachher auch wieder, wenn wir essen gehen, das ist unser Esophagus, der eine super tolle Peristaltikpumpe darstellt. Lungen sind toll, Vogellungen, das ist was, über das wir sehr
sehr, sehr intensiv gearbeitet haben. Der kleinste Saugfalle, das ist Utricularia, die fängt so kleine Krebstierchen, die mit über 3000 G beschleunigt werden, wenn sie reinkommen. Gell. Ah, da gibt es tolle, tolle Sachen. Diesen Autol, die Schwämme, da haben sie unten Farbstoff hingemacht und dieser Schwamm pumpt über eine Bewegung von Zilien diese Farbstoff dann raus. Und das haben wir uns alles angeschaut, beziehungsweise ein paar meiner Mitarbeiter mit mir zusammen und haben uns überlegt, was hat denn das höchste Potenzial? Und das höchste Potenzial haben kontrahierende Kammern, Säugerherzen, undulierende Kammern, also Peristaltik, menschliche Speiseröhre und dann mit Zielen besetzte Oberflächen, zum Beispiel Lungenepithel. Das haben wir noch nicht weiter verfolgt, weil das eben vom Volumenstrom für die Einsatz im Automobilbereich doch ein bisschen gering ist. Wir haben uns zunächst mal Säugerherz angeschaut, das ist eine Verdrängerpumpe mit Dämpfungselementen. Und wenn Sie jetzt mal anschauen, Sie haben einen Herzschlag, ich denke, der Herr Kunz hat vielleicht fünf Punkte mehr wie wir, weil er morgen die Tagung organisiert, aber so eine Herzschlagfrequenz 70, wenn man entspannt ist, vielleicht 60. Leistungssportler wie der Iwi hat 45. Nein, aber also sind durchaus bumm, bumm, bumm. Sie können den Blutdruck messen, aber trotzdem gibt es eine extreme Smoothening dieses Stroms und das findet eben durch die sogenannte Windkesselfunktion statt in den Arterienwänden. Das ist ganz bekannt, man bringt einfach zusätzliche hydraulische Kapazität ein. Das ist nicht neu, das ist nicht faszinierend, das gibt es schon lange, das gibt es auch in der Technik schon lange, es gibt die berühmten Dehnschläuche, es gibt die durchflossenen Gasspeicher. Also ein ganz ähnliches Prinzip, was bisher nur noch nie umgesetzt wurde und was letztendlich auch das Kapazitätspotenzial dieser Windkesselfunktion zeigt. Hier liegt ein nicht-linear viskoelastisches Materialverhalten vor. Das heißt, die dämpft bei verschiedenen Frequenzen immer gleich gut und die Dämpfungen addieren sich. Und das wurde bisher noch nicht umgesetzt. Jetzt war natürlich naheliegend, zu sagen, ja, da ist die Pumpe und dann tun wir das einbauen an die Schläuche, die an die Pumpe ansetzen. War natürlich auch unsere erste Idee. Wir waren total begeistert, haben die Kollegen eingeladen und haben die gesagt, no go. Dann haben sie gesagt, warum? Dann haben sie gesagt, es gibt die Hölle. Wir müssen den Dämpfer in die Pumpe kriegen. Die Pumpe soll nach Möglichkeit so aussehen, wie sie aussieht. Es soll sich nichts ändern, gleiche Einbaurahmen und alles. Wenn wir das an Schläuchen machen, holen wir uns die Hölle an Bord in der Serie. Das geht nicht, das wird nie funktionieren. Dann haben wir uns zunächst mal ein bisschen enttäuscht und haben uns überlegt, wo kann man das in der Pumpe einbauen? Und das kann man einbauen hier in dem sogenannten Druckbegrenzungsventil, das DBV, das jede Serienpumpe hat wegen Überdruck. Da ist eine Feder und so eine Kugel. Wenn es Überdruck gibt, geht es hoch und lässt eben Druck ab. Und da haben wir statt dem oder zusätzlich zu dem geschlossenzellige Zellkautschukzylinder reingemacht, die so aussehen, die einfach dieses nicht-linear elastische, viskoelastische Verhalten zeigen. Und wir bringen hydraulische Kapazität in Pumpen ein zur Pulsations- und Vibrationsdämpfung und eben dadurch, dass es eben nicht linear viskoelastisch, man kann natürlich hier verschiedene Blöcke kombinieren, können sie alle sieben relevanten Frequenzen wegdämpfen. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal hier, das ist eine Kontrolle mit dem Normal-DBV und das ist mit verschiedenen dieser dieser Schäume drin. Und Sie sehen hier bei 2 Bar Druck, hier bei 4 Bar Druck, der aufgebaut wird, wir haben immer eine Dämpfung der Druckpulsation um etwa 40% über alle relevanten Frequenzen. Und das ist natürlich Irrsinn. Das wurde dann auch patentiert und veröffentlicht und wird jetzt gerade in eine Kleinserie eingebaut. Also Kleinserie bedeutet etwa, ich glaube 10.000 sind es von diesen Pumpen und wir hoffen, dass es gut funktioniert und sind eigentlich auch überzeugt davon. Und es zeigt, es rentiert sich einfach mal zu schauen, wie sehen denn die biologischen Materialien aus, warum unterscheiden die sich von technischen Materialien. Das nächste Beispiel, Pumpe, Peristaltikpumpe, hat einen riesen Vorteil. Peristaltikpumpen sind per se leise. Also der englische Titel ist sehr schön, The Silent Pumper. Also es ist auch gut so. Überlegen Sie mal, Sie essen und Ihre Speiseröhre machen. Gut, ich meine, Ihre Därme machen das manchmal, aber es liegt wo ganz anders dran. Gell? Das ist auch wirklich biologisch nicht so vorgesehen, aber wie gesagt, ruhig. Da haben wir uns überlegt, wie kann man das denn machen? Wo findet man das? Speiseröhre, Darm, Harnleiter, Herzen von Anneliden, Holothurien, Arthropoden. Und da wird einfach durch so eine Kontraktion nacheinander kommt. Und das ist ganz wichtig, hier sogar eine nicht-newtonische Flüssigkeit, also einen Speisebolus durchgepumpt. Hier sehen Sie das bei der Rückenarterie von einem Anneliden, wunderschön, wie das pumpt. Und im Prinzip ist nichts anderes. Sie haben eine Kontraktion, da schiebt es ein bisschen vor, dann kommt die nächste Kontraktion und so weiter. Also ganz trivial eigentlich. Da haben wir das umgesetzt
und haben hier so ein erstes, das haben wir dann gebaut, beziehungsweise der Falk Esser hat das gebaut, unser Doktorand, der hat das alles selbst aufgebaut mit 8 Aktuatorelementen, Schlauchinnendurchmesser 17 mm, das ist das, was man auch bei Wasserpumpen hat, und haben es einfach mal geguckt, wie kann man da kontinuierlich einen Wasserfluss erzeugen, welchen Wasserfluss kann man generieren, wie kann man die verschiedenen Ansteuerungsmuster machen, alles computergesteuert, und wir kommen zu einer Durchflussrate von über 250 Liter pro Stunde mit einem peristaltischen Aktuierungsmuster von einem, also wenn man jeden dieser 8 Aktuatoren nacheinander aktuiert. Das ist schon eine ganze Menge, das ist schon was, was bei so Wasserpumpen für den Automotive-Bereich durchaus interessant ist. Jetzt, nachdem wir den Aufbau hatten, haben wir natürlich ein bisschen rumgespielt, haben gesagt, ja, wir können doch da mal, und da kommt ein bisschen KI rein, wir können, also ganz niedrige KI, ich würde schon fast sagen, ja, ne, KI ist noch nicht, aber man kann es als KI verkaufen. Also wir haben da ein bisschen rumgespielt, haben gesagt, ja, lass uns doch mal die ganzen Aktuierungsmuster durchprobieren. Ich sage jetzt nicht fördertechnisch günstig. Nee, weil also das ist wirklich, wir haben da wirklich ein bisschen rumgespielt, auch mit unseren Informatikern zusammen, gesagt, was kann man denn da machen? Und haben da einfach verschiedene Aktuierungsmuster erzeugt. Bevor aber das, wie funktioniert denn das? Das ist jetzt dieser Aufbau, das ist aus Silikon besteht es. Das sind solche Pumpen, die hier in dem Fall pneumatisch aktuiert werden. In der Real ist es einfach deshalb pneumatisch, weil wir es einfacher ansteuern können. Real wird es natürlich mit einem magnetisch oder elektroresponsiblen Polymer gemacht. Das ist klar, also wird nicht Pneumatik im Auto sein. Und wir haben es einfach so gemacht und die verjüngen sich dann, so sehen die aus, mit einer Widerstandsschicht außen. Hier wird jeder einzeln angesteuert und da sehen Sie, wie der auf und zu geht. Und wir können bis zu 99% Verschluss generieren mit der Frequenz von bis zu, also wir können es im Halbsekundenbereich aktuieren. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einfach jeden nacheinander aktuiert. Das ist das, was ich Ihnen gezeigt habe. Und da kommen wir auf 250 Liter, interessant, das ist auch für den Pumpeneinsatz interessant. Das ist völlig egal, ob es so rumfließt oder so rum. Das ist genau gleich, das ist völlig wurscht. Und interessant ist auch die Bauraumunabhängigkeit. Alle Propellerpumpen haben plus minus einen kubischen Bauraum. Das ist mehr oder weniger irgendwie was, was aussieht wie eine Kugel oder ein Quadrat. Hier können Sie beliebige Bauräume machen, Sie können diese Pumpen sogar im Prinzip, und das wollen wir auch machen, direkt kombinieren mit den Schläuchen. Und wenn Sie mehrere Kraft brauchen, tun Sie einfach zwei solche Elemente hintereinander kombinieren. Und das Spannende ist jetzt, was wir herausgefunden haben, wenn Sie eine Pause einbauen, nach so 8 Durchläufen, als einen Damm, 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 dann wirkt es wie eine nicht vorhandene Valve, wie ein Ventil. Sie können ein Ventil simulieren, ohne dass Sie ein Ventil drin haben, einfach durch die Trägheit des gepumpten Flüssigkeit. Und dadurch können Sie diese Effizienz weiter steigern bis hier auf etwa 290 Liter pro Minute, pro Stunde. Das heißt, Sie können einfach die Physik ausnutzen. Und das machen viele dieser pumpenden Lebewesen auch. Die haben gewisse Muster, die genau diese Pseudo-Valves generieren, einfach durchstoppen. Und das hat natürlich viele Einsatzbereiche und da sind wir gerade dabei, das weiterzuentwickeln, vor allem auch für Kühlung von Mikroelektronik und so weiter, weil sie genau ganz klein, sie können im Prinzip von 0,5 mm Durchmesserschläuchchen, aber abhängig von der Viskosität von Flüssigkeit, bis zu ein paar Zentimetern, das alles problemlos machen. Und wie gesagt, gucken rentiert sich hier, Pulsation und Vibrationsdämpfung bei Flügelradpumpen und hier bioinspirierte Peristaltikpumpen, die, wenn sie eben magnetisch oder elektroaktuierte Polymere verwenden, völlig ruhig sind. Die letzten zwei Beispiele und dann nähere ich mich auch schon dem Ende. Da ist jetzt ein bisschen mehr Architektur, das muss ich einfach machen. Wir haben so einen tollen SFB mit den Stuttgarter Kollegen zusammen über Architektur, der jetzt auch eben zu diesen beiden bionischen Bauwerken in auf der Bundesgartenschau führte und es hat so unendlich viel Spaß gemacht. Ich will Sie einfach teilhaben lassen. Aber es ist auch beweglich, Herr Kunz. Also es ist nicht nur unbeweglich, sondern beweglich. Deshalb darf ich es reinmachen. Was haben wir uns angeschaut? Klimawandel, Sonne und gleichzeitig wollen die Leute Glasfassaden. Ja, eigentlich sollten wir so bauen wie Bilbo Beutlin im Auenland. Möglichst wenig in der Sonne, möglichst wenig Fenster, aber so sehen typische Bauwerke aus. Das ist jetzt Piken-Klomberg-Gebäude von Renzo Piano und da hat eben der Herr Knippers mit seinem Firma Knippers und Helbig selber mitgearbeitet. Die hat eine Innenverschattung. Fragen Sie mich nicht zum Sinn und Zweck von Innenverschattungen, weil sonst müsste ich wirklich sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen unflätig werden, aber es ist der größte Blödsinn. Die Innenverschattung verdunkelt. Aber verschattet nicht, also verschattet optisch, aber nicht energetisch. Warum Innenverschattung? Naja, weil natürlich die äußere Fläche so schön aussieht. Okay, egal, Innenverschattung mit lauter kleinen Rädchen, von denen etwa, 20.000 sind etwa immer 5% Klemmen.
riesen Maintenance, riesen Arbeitsaufwand. Das Gleiche gilt, was hier aussieht wie ein Hagelschaden bei dieser billigen Außenverschattung in einer Schule in der näheren Umgebung, in die meine Kinder gingen. Das ist kein Hagelschaden. Das sind ja lauter kleine Gelenke und die gehen kaputt. Und das wissen Sie ja alle. Gelenke sind des Teufels. Warum? Vor allem Scharniergelenke. Sie haben was Kleines, das dreht sich um was unwesentlich Größerem. Das blockiert, das nervt. Also gucken Sie Ihre Türen an. Was macht in Ihren Türen Schwierigkeiten? Was quietscht, was knarzt, was ist schlecht? Das ist das Scharnier, das Türblatt selber. Außer vielleicht, wenn die Fans des VfB Stuttgarts versuchen einzutreten aus Frust, kriegen sie eigentlich nie kaputt. Also das ist, wie klar, die Scharniere sind wirklich ein Problem. Wir wollten eben adaptive, biegsame Flächentragwerke ohne Scharniere machen. Das sind Pflanzen tolle Beispiele, weil Pflanzen eigentlich nie Scharniere haben, lokalisierte. Wir haben uns Blätter angeschaut, so Entfaltung von Blättern, Buchenblatt, Palmenblatt, Fangblätter, das kennen Sie wahrscheinlich, Venusfliegenfalle mit dem Snapping. Das ist der kleine Schwester von der Venusfliegenfalle, unter Wasser das Wasserrad. Auf das gehe ich noch ein und dann natürlich auch Blüten und hier vor allem die Paradiesvogelblume, die Sie alle kennen. Diese Paradiesvogelblume ist eine sehr schöne Schnittpflanze, kommt aus Südafrika und wird von Vögeln bestäubt, zwar von Nektarvögeln oder Webervögeln. Und die landen hier auf diesem sogenannten Perch. Dieser Perch ist dieser violette Teil, die Landestange. Jetzt muss ich das Mikro kurz weglegen. Und dieser Perch ist ein oben offener Zylinder. Und wenn der Vogel darauf landet, wird durch die Masse des Vogels dieser Zylinder nach unten gebogen und macht was, was im Ingenieurstudium als Versagensart böse, böse, böse lernen, Biegetrillknicken. Aber da passiert gar nichts. Das Biegetrillknicken ist funktionalisiert. Der Vogel fliegt weg, es geht wieder zu. Warum machen die das? Weil dadurch der Pollen, der hier drin ist, geschützt ist. Und nur wenn der Vogel hier hinten sitzt, der Nektar ran will, wird er an die Füße, hier sieht man das, vom Vogel übertragen. Im nächsten zeige ich Ihnen ein kleines Filmchen, wo Sie es nochmal sehen. Das ist übrigens im Rahmen von Biona gemacht worden. Das war ein Förderprogramm, das wir zusammen mit Biocon hatten. Da landet der Vogel drauf, Pollen an seinen Fuß, Vogel fliegt zur nächsten Blüte, landet und überträgt es dann an die Narbe. Interessanterweise ist die Dicke dieser Membranen hier etwa 10 bis 15 Mikrometer. Und Sie können, wir haben das getestet, das Ganze 3000 Mal öffnen und schließen, ohne die geringste Ermüdung, ohne dass was kaputt geht. Also das ist wirklich super toll. Biologisch brauchen Sie die 3000 Mal gar nicht. Also laut Felduntersuchungen sind es vielleicht maximal 5 oder 6 Vogelbesuche. Das kriegen Sie sozusagen geschenkt. Was haben wir dann gemacht? Wir haben ganz typisch, das ist was unsere Industriepartner immer ein bisschen nervös macht. Unsere beliebten Proof-of-Concept-Basteleinheiten sind Schaschlikspieße, Papier und diese Indoor-Tennisbälle. Und das können Sie ganz leicht selber machen, auch für die Schule. Sie nehmen Schaschlikspieß, kleben obendrauf eine Papierfinne, klemmen das ein und wenn Sie es nach unten biegen, klappt die Papierfinne auf 90 Grad zur Seite. Also für diejenigen, die aus dem Ingenieurbereich kommen, maximales axiales Flächenträger, zum Beispiel minimales. Dann haben wir das Ganze noch simuliert. Und haben dann hier mit der Firma Klaus Markiesen erst einen Demonstrator gebaut. Das, was hier aussieht, oder ob es sich drehen würde, wird einfach generiert dadurch, dass das Backbone um etwa 2 Zentimeter gebogen wird. Und dann öffnet und schließt sich das. Und das Ganze haben wir dann patentiert und auch umgesetzt. Und hier sehen Sie ein bisschen abgewandelte Form. Hier haben Sie mit zwei Klappen, brauchen wir einen Aktuator. Und hier 17 Meter hoch. Soma Architects und Knipper und Helbig haben das gebaut im Thematic Pavilion in Südkorea. Und es ist 17 Meter hoch, öffnet und schließt sich. Ist ein bisschen anders, aber eben auch Biegetrillknicken. Wir haben hier Querstangen oben eingebaut, dass es ein bisschen stabiler ist. Es funktioniert noch. Ein Mitarbeiter von mir war vor einem Jahr in Korea auf einer Tagung. Er sagt, es läuft immer noch. Wir haben noch nie was gehört. Entweder ersetzen die koreanischen Kollegen wortlos die kaputten Elemente oder wovon wir ausgehen, es funktioniert einfach. Und es hat natürlich auch, und das kann man hier nochmal sehen, einen unglaublich hohen ästhetischen Wert. Und das ist natürlich das, was Architekten und Ingenieure und Designer lieben. Die Koreaner haben dann hier noch so LEDs drauf gemacht. Da können Sie also nachts solche Quallen segeln sehen, alles. Muss man mögen, aber es ist wirklich toll. Hat ein Problem, und das ist ein Dimensionsproblem, Sie können die bauen zwischen 2 Zentimetern und 20 Metern, aber Sie müssen 7-mal länger wie breit sein. Das ist ein Problem. Und deshalb haben die Kollegen gesagt, lass uns doch mal was gucken, was eben quadratisch auch geht. Und dafür haben wir uns den Flectofold angeschaut, die Wasserfalle angeschaut. Die Wasserfalle ist eine unterwasser-karnivore Pflanze. Und jetzt muss ich wieder weglegen, leider. Bei der Venusfliegenfalle haben Sie ja dieses Snap-Buckling. Von außen gesehen sind die beiden Hälften konkav, dann passiert was, Torgeänderung, dann schnappt es zu, nach 20 Millisekunden. Bei der Wasserfalle ist es anders, die Schalen bleiben unverändert und durch eine Biegung des Rückgrats gehen die zu. Das nennt man Bewegungsamplifikation. Und das sehen Sie jetzt hier.
Der geht leider nicht. Also normalerweise ist es ein Video, ich zeige es Ihnen hier in der Simulation, das Rückgrat krümmt sich ein bisschen und dadurch schließen sich diese Fallenteile. Das Interessante ist, dass im Gegensatz zu Venus-Fliegenfalle, wo es ja nur auf und zu gibt, Sie hier in jedem Zustand, in jeder Stellung aufhören können. Sie können also beliebige Zwischenzustände einfrieren. Und das ist natürlich für eine Fassadenverschattung das Ideal. Stellen Sie sich in einem öffentlichen Gebäude mit Beamten eine Fassadenverschattung vor, wie die Venus-Fliegenfalle funktioniert. Die Leute sitzen da und sind entspannt und plötzlich geht es zu. Das wäre ganz schlimm. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, das können Sie einfach nicht machen. Sie brauchen was, was langsam geht, was in Zwischenstadien einstellbar ist. Dann haben wir uns das angeguckt, haben festgestellt, naja, viel besser funktioniert für die Aktuatoren einen linsenförmigen Aktuator statt ein stabförmiger. Das haben wir gemacht, dann sind die Spannungen geringer. Und damit können Sie praktisch beliebig gekrümmte Oberflächen, konkav-konvex gekrümmte Oberflächen, lückenfrei belegen. Das wurde dann auch umgesetzt und dann haben wir noch ein bisschen rumgespielt. Sie können das Ganze verändern, indem Sie die Krümmungsradien verändern. Wenn der Krümmungsradius größer ist, brauchen Sie mehr Kraft zum Biegen, aber Sie haben geringere Spannung. Sie können das adaptieren und das Ganze, das ist dann mit den Kollegen von Stuttgart gemacht worden und von IDV Denkendorf umgesetzt. Können Sie umsetzen in so ganz einfach mit Vakuumsackherstellung. Das ist der stabile Bereich, das ist das Backbone und die Flaps. Hier haben Sie glasfaserverstärktes Polymer, hier haben Sie Elastomer, außen PVC wegen UV-Schutz und in diesen Aktuierungs-, diesen gekrümmten Falten haben Sie nur wenig glasfaserverstärktes Polymer, viel mehr Elastomer. Und es funktioniert super toll, wir waren total glücklich und haben festgestellt, naja, das funktioniert halt maximal ein paar hundert Mal. Dann bricht diese Falte. Und wenn Sie sich überlegen, für ein Gebäude, das soll ja 30 Jahre, also realistisch sagen wir 15 Jahre, aber bis 30 Jahre. Das heißt, Sie müssen etwa 10.000 bis 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen haben. Und dann haben wir es gemacht, was man in der Bionik oft macht, man guckt nach einem anderen Beispiel. Und da sind wir auf die gekommen, die Kollegen aus Tübingen, das ist die sogenannte italienische Streifenwanze. Und diese italienische Streifenwanze faltet in ihrem Leben mehrere tausendmal ihre Flügel auf und zu und an den Falten gibt es keine Fehler. Es bricht nie. Und das haben wir übertragen, also das ist gerade im Patentierungsbereich, das darf ich Ihnen keine Details nennen, das sind gewisse morphometrische Undulationsstrukturen, die wir übertragen haben und plötzlich können wir das Ding über 10.000 Mal öffnen und schließen. Und es sieht auch wunderschön aus, Sie haben den ersten Demonstrator, aktuiert hier durch ein pneumatisches Kissen, aktuell werden von Stuttgarter Kollegen und Kollegen von uns ein zellulärer Aktuator entwickelt, wo man noch weniger Druck braucht. Der Druck, den Sie brauchen, liegt im Millibar-Bereich, also extrem gering und Sie können beliebig geformte konkave und konvexe Oberflächen an Gebäuden bestücken, können jedes einzeln ansteuern und es hat auch einen hohen ästhetischen Wert. Wir hatten ja die wunderschöne Ausstellung im Stuttgarter Naturkundemuseum, Bionik und Architektur, vor anderthalb Jahren und es sieht wirklich toll aus. Da haben wir 36 dieser Elemente einzeln angesteuert und es sieht, also je nachdem, wie man drauf ist, also entweder sieht es aus, als ob Tauben gelandet werden auf einem Gebäude oder als ob man weiße Taschentücher hingehängt hätte. Kann jeder sich denken, ist einfach ästhetisch unglaublich schön, funktional unglaublich schön. Und hier ist uns was gelungen, was mich momentan sehr, sehr interessiert, das ist die sogenannte Emergenz. Ich nehme irgendwas und gewinne irgendwas, was ich nicht vorhersehen konnte. In dem Fall ist es eben Ästhetik, die ich transportieren konnte von der Biologie in die Technik. Häufig ist es so, dass die bionischen Produkte, ich meine, der Rainer weiß es, die funktionieren, sehen aber schlecht aus. Und dann irgendwann, das wollen wir eben vermeiden, wir wollen, im Motor ist er erst nochmal wurscht. Unter uns gesagt, wie jetzt so eine Flügelradpumpe im Detail aussieht, ein bisschen wurscht. Aber wenn es dann gesehen wird, dann passiert was ich total hasse, dass dann ein Designer kommt, das aufschönt. Ganz übel. Ist auch unwürdig für die Designer, weil es gibt super tolle Industriedesigner. Was unser Ziel ist, die Ästhetik als Merkmal zu transportieren und unter Umständen auch als emergentes Merkmal wiederzugewinnen. Und da sind wir gerade dabei. Zum Schluss ein paar Worte. Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit der Bionik. Was kann die Bionik leisten? Ich habe mich lange mit Werner Nachtigall unterhalten, der ist ja Mitte 80, glaube ich, Ende 80 jetzt, einer der großen Vorreiter der europäischen deutschen Bionik, der hat gesagt, wir waren ja auch nicht blöd. 1980, wir hatten super Ideen, aber wir konnten fast nichts umsetzen. Entweder, weil es technologisch nicht möglich war oder weil es viel zu teuer war. 2019 ist immer noch fast alles denkbar und fast alles umsetzbar. Und woran liegt denn das? Und es gibt eigentlich drei Gründe, dass sie so eine historische Chance haben. Das eine ist, die Analyse- und Simulationsmöglichkeiten haben sie unglaublich weiterentwickelt. Sie haben gesehen, Mikro-CT, MRT, Simulationen rauf und runter. Das Ganze ist erschwinglich geworden. Ich meine, so ein MRT kostet immer noch eine Dreiviertelmillion. Aber vor 5 Jahren hat es noch 3 bis 8 Millionen gekostet. Ein Mikro-CT kriegen Sie heute für
100.000. Ein kleines Raster kriegen sie für 90.000. Also es ist wirklich im Laufe meiner Wissenschaftskarriere um einen Faktor, würde ich sagen, fast 50 bis 100 billiger geworden. Die Simulationsmethoden, und da kommen jetzt eben gerade auch Big Data und die ganzen Sachen rein, helfen uns unglaublich, nicht nur die Umsetzung zu machen, sondern auch im Rahmen der reversen Bionik, inspiriert von Erkenntnissen aus der Technik, die Biologie besser zu verstehen. Das ist so eine heuristische Spirale, die wir anstreben. Dann wahrscheinlich noch wichtiger, Produktionstechnologien. Die Biologie produziert immer vom Kleinen zum Großen, vom Molekül über die Zelle, über das Gewebe, über das Organ zum Lebewesen. Zum ersten Mal können wir das zu marktgängigen Preisen machen. Das hier ist Lasersintern. Ganzen 3D-Drucksachen. Das ist Flechtpultrusion, was ich Ihnen gezeigt habe bei der Herstellung der verzweigten Fasern. Das ist hier, was die Spinnseide-Technologie gemacht hat. Dann hier haben Sie Electrospinning. Sie können zum ersten Mal, und das wird auch zunehmend gemacht, zum marktgängigen Preisen, wie die Biologie vom Kleinen zum Großen produzieren. Und dann darf man nicht vergessen, das gesellschaftspolitische Umfeld hat sich geändert. Es wurde ja bereits angesprochen, Nachhaltigkeit. Und da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen, ich gucke wieder mal zum Rainer, der immer sagt, musst du das immer sagen? Aber ich sage es immer, Bionik ist nicht per se nachhaltig. Warum? Das kann sie gar nicht, weil die Natur ist nicht nachhaltig. Nachhaltigkeit ist ein menschgemachtes Konzept, das in der Evolution keinerlei Rolle spielte, weil die Biologie nicht teleologisch arbeitet. Die Biologie macht nie etwas umzu. Die Biologie denkt nicht an die nächsten Nachkommen. Das ist völlig falsch. Aber trotzdem können wir eine ganze Menge aus der Biologie und deshalb über die Bionik für die Nachhaltigkeit lernen. Warum? Es ist ein riesen Evolutionsvorteil, eine gewisse Performance mit möglichst wenig Material und Energie zu gewinnen. Ein amerikanischer Kollege von mir hat mal zu mir gesagt, man müsste eigentlich Darwins berühmten Satz Survival of the fittest umclaimen in Survival of the cheapest. Billig sein ist ein riesen Selektionsvorteil. Und damit haben wir schon wieder einen riesen Einfluss auf die Nachhaltigkeit. Was auch häufig vergessen wird, die Nachhaltigkeit ist ja, wenn man jetzt das eine Modell nimmt, drei Säulen. Das eine ist die Ökologie, klar, Material, Nachhaltigkeit. Das andere ist aber auch die Ökonomie. Das heißt, wir können auch billiger sein, wir können mit weniger Materialien gleiche Performance erzeugen. Und das nächste ist das Soziale. Und das wird häufig übersehen. Ich glaube, das ist das, was Sie morgen auch anstreben. Dieses Haptische, dieses Begreifen, der Wert der Natur durch Verstehen und Begreifen und das Ganze dann umzusetzen, das wird leider häufig übersehen. Und wir haben in Freiburg ein wunderschönes Beispiel. Wir haben einen Hörsaal, der in den 70er Jahren gebaut wurde, dessen Decke eine Leichtbaudecke ist und die Anordnung der Verstärkungsleisten ist genau wie die Oberschenkel-Trabegel im Oberschenkelhalsknochen. Und da hatten wir früher Zoologie drin. Und ich werde es nie vergessen, wo dieser Zoologe gesagt hat, jetzt gucken, der war aus Franken, jetzt gucken Sie mal hoch, da oben, was da schauen. Und dann alle hoch, was will er jetzt? Gell? Und dann hat er gesagt, das ist der Oberschenkelhalsknochen, groß vergrößert, verstanden, umgesetzt. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dieses Potenzial, auch die junge Generation. Herr Kunz hat es ja gesagt, die U30er, die interessieren mich schon gar nicht mehr, die sind schon verdorben. Wir wollen im Prinzip die aus dem Kindergarten mitnehmen, aus der Grundschule. Das ist das, was wir brauchen. Die Leute müssen Gefühl dafür kriegen, dass sie diese Generation nur überleben können. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ganz kurz, wir hatten das Glück, oder auch, naja, Glück ist es nicht nur, aber unter anderem auch das Glück, ein Exzellenzcluster nach Freiburg zu bekommen, in dem ich einer der Sprecher bin. Das sind bioinspirierte Materialien, das ist das, was ich Ihnen heute vorgestellt, wir wollen zu lebensechten, ähnlichen Materialsystemen, die sollen eben auch energieautark sein, die sollen trainierbar sein, die sollen lernen. Wir wollen Soft Robotik machen, nicht nur mit diesem Robot, was Ihnen wahrscheinlich gar nicht klar ist. Wenn ich dieses Mikrofon hochwerfe und fange, ist es eine unglaubliche Leistung, die aber nicht über mein Großhirn läuft. Ganz, ganz viel läuft taktil über meine Hand. Ich sensiere automatisch, wie schwer ist das Mikrofon, wie gut kann ich es angreifen und so weiter. Und das wollen wir eben auch machen. Wir wollen Roboter ausstatten mit Fähigkeiten, wie sie Lebewesen haben, die materialimmanent sind, die gar nicht über die höheren Steuereinheiten gehen, sie deshalb schneller machen, effizienter machen, weniger störungsanfällig machen. Und da sind wir dabei. Und wie gesagt, da danken wir auch dem Land, dass sie uns wirklich gerade mit den Stuttgarter Kollegen für Architektur eben diese Brückenförderung gegeben haben. Zum Schluss, ich denke, Bionik ist wichtig für zukünftige Innovationen, macht aber auch Riesenspaß, muss man einfach sagen. Also es ist wirklich ein tolles Forschungsgebiet. Und ich denke, man kann es nicht schöner sagen. Ich meine, Italienisch ist leider zu schlecht, deshalb muss ich auf Deutsch sagen, aber da klingt es gut. Leonardo da Vinci hat mal gesagt, der menschliche Schöpfergeist kann verschiedene Erfindungen machen, doch nie wird ihm eine gelingen, die schöner, ökonomischer oder geradliniger wäre als die der Natur. Denn in ihren Erfindungen fehlt nichts und nichts ist zu viel. Ich denke, das ist wirklich schön. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, vor allem auch bei meiner Arbeitsgruppe, weil ich habe das wissenschaftliche Wir,
Das heißt, Sie, alles, was ich vorgetragen habe, haben diese Leute gemacht und natürlich unseren Fördergebern. Und wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie. Vielen Dank.